Vermutlich, weil Two Worlds 1 nicht so unfassbar beliebt war, hat er das nicht als erstes mal rausgesucht. Verspreche euch, nachdem ihr den Run gesehen habt, wird es nicht besser. So, Spiel 2 Aber weggemacht. ja, der Run ist unglaublich lang, deswegen habe ich mich dazu weit erklärt, mal eben schnell noch einzuspringen dafür. Und ja, er ist nicht nur 3 Minuten lang, sondern auch 3 Minuten dumm. Also positiv dumm, das werdet ihr gleich merken. Sehr schön, Blue. Aber da kannst du mir jetzt schon mal eine Frage Hallo, Blue. beantworten. Soll ich dich gleich bei Breath of the Wild durch diese Gesellschaft leisten? Oder willst du deine Ruhe? Ich kenne die Backpfeife. Alles klar, dann werde ich mich dazu gesellen. Ich habe ein paar Oh Instrumente wow, hier rumfliegen. das sieht ja schon mal, das ging jetzt flott. Ah, Spiel ist da, gut. Nice. Dann bin ich mal still. Ja, du wirst mich nicht groß unterbrechen können. Es gibt nicht so viel zu erzählen. Ach, das wird super. FedEx sitzt da auch passend, ja, schon ein Spinner. Das ist übrigens der Weltrekordhalter. Es großartig. Ich bin gespannt. Ja, er hat es auf die niedrigsten Einstellungen. Ja, super. Also, er hat sich schon vorgetan. Er hat die große Arbeit schon erledigt. Ja, also einen großen Teil der Arbeit schon erledigt, ja. Ich bin natürlich auf einfach. Ich werde dir gleich wissen, noch warum. Und das Timen fängt an, wenn er die erste Cutscene, also die Cutscene wäre eigentlich 7 Minuten lang, aber vorher. Das werden wir nicht sehen, sagen wir es so. Erst dann fängt das mit dem Timen an. Stumpf. Und jetzt geht's los. Das ist jetzt die Tutorial Area. Ah, okay. Ja, macht einfach nur schnell einen Reset, alles klar. Wir sehen jetzt gleich die unglaublich spannende Tutorial Area. Oh, cool. Ach, mittlerweile hat sich da was verändert, deswegen ist es schneller, alles klar. Er kann jetzt ein Tutorial sogar noch schneller skippen als früher. Der Großteil des Weges, den wir jetzt sehen, der ist extrem lang und er ist super schwierig. Ja, das Spiel ist auch gerade momentan extrem hässlich, weil das auf niedrigsten Einstellungen spielt. Es ist im Normalfall auch nicht viel hübscher. Er läuft an dem NPC vorbei, mit dem er eigentlich reden müsste, weil wer braucht das schon? Hauptquest vollkommen uninteressant. Und wir kommen jetzt gleich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt in diesem Spiel, nämlich einem großen, großen Hindernis. Nämlich dieser Zaun. Und er hat es geschafft. Ja, er hat den Zaun geschafft. Der sogenannte Fence-Skip, wie er es nennt. Und jetzt kommen wir gleich zu einer ganz besonderen Begebenheit. Da vorne steht der Endboss des Spiels. Den hat er gerade beschossen und hat dafür gesorgt, dass der Typ jetzt auf ihn zurennen will. Dann kommt diese kurze Cutscene, mit der er quatschen will, damit die halt aktiviert ist. Und dann steht er in der Nähe von einem der Leute, die in der Stadt wohnen. Und der Boss, naja, schießt jetzt einen Feuerball und triggert damit alle NPCs der Stadt, die jetzt den Boss einprügeln. Weil der Boss hat 40.000 Leben und seine Angriffe machen 10 bis 13 Schaden oder so. Und jetzt, da er die ganzen Leute aus der Stadt verärgert hat, wehren sich die Leute. Und auf dem Patchstand, auf dem wir sind, ist das Spiel vorbei, wenn der Boss gleich dann doch gestorben ist. Dauert ein Momentchen, deswegen die 2 Minuten. Wenn der Boss gestorben ist, ist das tatsächlich dann auch vorbei. Ich glaube, es ist Patchstand 1.1 oder so.
Und damit haben wir den schwierigsten Teil des Teils, nämlich des Runs gesehen, nämlich das unglaubliche Zielen darauf, dass der Boss mit einem Feuerball auch die Leute aus dem Ort erwischt. Und die Leute stinksauer werden. Und ja, ihr könnt diesen Speedrun, den ihr gerade seht, als Anleitung nehmen. Das funktioniert hervorragend. Man kann das nämlich sehr, sehr schnell alleine lernen. Und... Ah, Kass. Ja, natürlich erkläre ich gerne das mit dem Zaun. Also er läuft da drauf zu und springt. Und dann hat er den Zaun geskippt. Der sogenannte Fans-Skip. Ja, Leute, das Spiel ist extrem dumm. Der Run ist noch viel dümmer. Das muss auf die Liste für ZFM. Es ist großartig. wo ist Chuck, wenn man ihn braucht? Er hat ja vorhin gesagt, dass er das machen würde, aber ich hab das gerne übernommen. Nein, zum Zeigen für ZFM und zum Einreichen. Das würde ich auch machen. Wenn ich das Spiel habe, würde ich es machen.